Mein Vater führte mich zum Altar und mein zukünftiger Ehemann wartete bereits auf mich am Altar. Ich war ein schluchzendes Chaos. Das war's. Ich sollte verheiratet werden. Hallo, ich bin Amita aus Indien. Mein Vater war ein mächtiger Politiker. Deshalb lebten wir in einem großen, schönen Haus. Und mir fehlte es an nichts. Meine Eltern hatten eine seltsame Einstellung zu Jungs. Seit ich ein Kind war, haben sie mir verboten, mit ihnen zu sprechen, geschweige denn, mit ihnen auszugehen. Mom und Dad sagten, sie hätten gleich nach meiner Geburt einen Mann für mich gefunden. Du wirst ihn heiraten, sobald du volljährig bist. Ich dachte, sie machten einen Scherz. Eine arrangierte Ehe? Wir lebten doch nicht im Mittelalter. Ich nahm an, sie wollten nur nicht, dass ich zu spät nach Hause komme. Schließlich hatte Dad viele Feinde und wollte, dass ich in Sicherheit bin. Jedenfalls glaubte ich nicht, dass sie es ernst meinten. Außerdem interessierte ich mich überhaupt nicht für Jungs, also störten mich diese Regeln nicht. Meine ganze Freiheit verbrachte ich mit Lernen und dem Erstellen von Plüschtieren. Das war mein Hobby. Aber je älter ich wurde, desto öfter sprachen meine Eltern von meiner zukünftigen Hochzeit. Amita, du hast bald Geburtstag. Du wirst die schönste Braut der Welt sein. Ich habe eigentlich vor, an die Universität zu gehen. Naja, solange es deinem Mann nichts ausmacht. Ich rollte mit den Augen. Dieser Witz war schon vor Jahren alt geworden. Zu der Zeit hatte ich andere Sorgen. Ein paar Wochen vor diesem Gespräch zogen zwei junge Männer in unser Haus. Sie versuchten beide, mein Herz zu gewinnen. Einer von ihnen war Jay. Er wurde unser Gärtner. Jay war sehr arm, machte das aber durch sein Aussehen wett. Außerdem war er ein unverbesserlicher Romantiker. Amita, du bist schöner als alle Blumen in diesem Garten. Der andere Junge hieß Nelam. Dad stellte ihn als seinen persönlichen Assistenten ein. Nelam war anscheinend so reich wie ein Prinz. Amita, alles Gold der Welt wird dir gehören, wenn du dich auf ein Date mit mir einlässt. Ihre Versuche, mich zu beeindrucken, machten mich schwindlig. Ich konnte mich nicht zwischen ihnen entscheiden, weil ich sie beide mochte. Also ging ich mit keinem von ihnen auf ein Date. Wir mussten uns auch verstecken, weil ich nicht wollte, dass Dad böse auf mich ist, weil ich seine Regeln gebrochen habe. Bald war das geringste meiner Probleme. Einmal war ich auf dem Weg zur Schule und bemerkte ein verdächtiges Auto mit getönten Scheiben, das mir folgte. Zum Glück war meine Schule nicht weit von zu Hause entfernt und die Straßen waren immer belebt. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass etwas Schlimmes passieren könnte. An einem anderen Tag ging ich unbekümmert nach Hause, als jemand einen zerknitterten Zettel nach mir warf. Ich sah mich um, konnte aber nicht sehen, wer es war. Auf dem Zettel stand: Mach dich bereit für meine Rache. Hat da jemand einen Scherz gemacht? Das war nicht lustig. Als ich nach Hause kam, merkte ich, dass meine Eltern sich Sorgen machten. Bevor ich etwas sagen konnte, stellte mich mein Vater einem Bodyguard vor. Das ist Kamal. Er wird von nun an dein persönlicher Leibwächter sein. Was zum... Was? Sieh ihn dir an. Er sieht aus wie ein Verbrecher. Kein Wort mehr, Amita. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Meine Eltern gingen und der Riese fing an, mir Todesblicke zuzuwerfen. Es war klar, dass wir uns streiten würden. Du wirst auf mich hören, verstehst du? Sei ein gutes Mädchen und mach keinen Ärger. Von diesem Tag an folgte Kamal mir, wohin auch immer ich ging. Er verhielt sich wie mein Aufseher statt wie ein Leibwächter. Außerdem meldete Kamal alles meinem Vater, sodass ich mich vor ihm verstecken musste, wann immer ich mit Jay oder Nelam etwas unternehmen wollte. Eines Tages tat er etwas, das mich dazu brachte, ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Ich war dabei, meinen Freunden Nachrichten zu schicken, als er mir das Handy aus der Hand riss und anfing, meine Texte zu lesen. Hey, was ist dein Problem? Ich bin für deine Sicherheit verantwortlich. Also muss ich alles über dich wissen. Ich bin explodiert wie ein Dampfkochtopf. Wollte er etwa gefeuert werden? Wütend sagte ich meinen Eltern, dass ich Kamal nicht mehr dulden würde. Dad erzählte mir düster, dass ein alter Freund von ihm zurück sei. Er hatte offenbar mehrere Jahre im Gefängnis verbracht, nachdem Dad gegen ihn ausgesagt hatte, und war nun wieder frei. Meine Eltern hatten Angst, dass er seine Wut an mir auslassen würde. Ich würde mich viel besser fühlen, wenn du einen Leibwächter hättest, der dich beschützt, Schatz. Oh, es schien, als würde Kamal nicht so bald abreisen. Meine Eltern haben für mich eine riesige Geburtstagsparty in unserem Haus veranstaltet. Eine Menge Gäste haben mir Geschenke mitgebracht. Yeah, ein bescheidener Strauß für das schönste Mädchen der Welt. Danke, Jay. Sei vorsichtig, ich will nicht, dass Dad uns zusammen sieht. Nelam konnte nicht kommen, weil er auf Geschäftsreise war. Die Party war in vollem Gange, als ein unheimlicher alter Mann mit Narben im ganzen Gesicht unser Haus betrat. Er sah böse und gefährlich aus. Zu meiner Überraschung strahlte Dad und begrüßte ihn wie einen alten Freund. Austin, lang nicht mehr gesehen. Sie haben sich in Dads Arbeitszimmer eingeschlossen, um etwas zu besprechen. Ich wurde neugierig und beschloss, meine Mutter nach diesem unheimlichen alten Mann zu fragen. Wisst ihr, wobei ich sie erwischt habe? Sie hat ein wunderschönes Hochzeitskleid an einer Schaufensterpuppe zurechtgerückt. Ich hatte einen schrecklichen Verdacht. Oh, Schatz. Du bist 18 geworden, nicht wahr? Es wird Zeit, dass wir uns für deine Hochzeit fertig machen.
machen. Übrigens, dein Verlobter ist hier. Wir werden euch später vorstellen. Moment. War das ihr Ernst? Oh nein, ich rannte zurück zu den Gästen. Wer könnte mein Bräutigam sein? Kamal ergriff plötzlich meine Hand und nahm mich zur Seite. Was willst du, großer Mann? Ich muss herausfinden, wer mein Verlobter ist. Ich weiß, wer es ist. Wirklich? Spuck es aus! Hast du einen alten Mann gesehen, der mit Narben übersät ist? Sein Name ist Austin und er ist dein zukünftiger Ehemann. Dann sagte mein Leibwächter, dass Austin ein sehr wütender Mann sei und dass er mich nicht studieren oder etwas tun lassen würde, was mir Spaß machte. Ich flippte aus. Das konnte doch nicht wahr sein. Ich mag dich nicht, Amita, aber ich würde niemandem ein solches Leid wünschen. Du musst deinen Weg finden, die Hochzeit zu verhindern. Warum sollte ich dir glauben? Ich werde mit Dad reden. Sicher, tu das. Ich hau hier ab, ich mag diesen Job nicht. Ich stürmte zu Dads Arbeitszimmer und hörte dort Gesprächsfetzen. Er sprach über einen Vorfall mit diesem alten Mann. Es stellte sich heraus, dass Austin einmal Dads Leben gerettet hatte. Und Dad war so dankbar gewesen, dass er Austin versprach, dass er mich heiraten durfte, sobald ich 18 wurde. Mir wackelten die Knie. Wollten meine Eltern mich wirklich mit diesem unheimlichen alten Mann verheiraten? Ich rannte weinend ins Arbeitszimmer und rief, dass ich wüsste, wer mein zukünftiger Mann sei. Ich werde diesen Widerling niemals heiraten. Amita, sei vernünftig. Ihr seid wie füreinander geschaffen. Du musst ihn nur noch besser kennenlernen. Ich würde lieber einen Kaktus essen. Ich rannte weg. Ich hatte das Gefühl, dass ich jeden Moment in 1000 Stücke zerbrechen würde. Aber eines wusste ich ganz sicher. Niemand würde mich zwingen, diesen alten Knacker zu heiraten. Mein Vater könnte mich bis zur Hochzeit in meinem Zimmer einsperren, also musste ich mich beeilen. Ich schnappte mir meine Tasche und rannte von zu Hause weg. Draußen war es dunkel und unheimlich. Es liefen verdächtige Leute durch die Straßen und ich beschloss, für die Nacht ein Hotelzimmer zu mieten. Stellt euch mein Entsetzen vor, als ich feststellte, dass ich vergessen hatte, mein Portemonnaie mitzunehmen. Ich wollte aber nicht nach Hause zurückkehren. Nicht um alles in der Welt. Ich rief Jay an und bat ihn um Hilfe. Lass uns zusammen weglaufen. Wir werden arm sein, aber frei und glücklich. Moment mal. Willst du damit sagen, dass du keine reiche Erbin mehr bist? Ja, ich bin von zu Hause weggelaufen. Jay sagte, er war nur wegen meines Geldes an mir interessiert. Warum sollte ich mit dir zusammen sein, wenn du jetzt arm bist? Ich bin zu gut für sowas. Ruf mich nicht mehr an. Wow, Jay hat mich abserviert. Wie kann so ein attraktiver Typ ein so grausames Herz haben? Es gab niemanden sonst, den ich um Hilfe bitten konnte. Schließlich hätte Dad mich gefunden, wenn ich zu meinen Freunden gegangen wäre und Nelam war nicht in der Stadt. Ich wurde auf der Straße zurückgelassen, ohne Unterstützung und ohne Geld. Ich setzte mich direkt auf den Boden und brach in Tränen aus. Dann hörte ich jemanden kichern, als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich hob den Kopf und sah eine Gruppe von Rüpeln. Was macht jemand wie du nachts auf der Straße? Bist du allein? Mein Herz sank. Was hatten sie vor? Aber dann tauchte Kamal aus dem Nichts auf und vertrieb die Schläger wie ein tapferer Held aus Bollywood-Actionfilm. Ich sehe euch besser nicht wieder. Er half mir auf. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm abwenden. Oh. Das war das erste Mal, dass ich bemerkte, wie schön seine Augen waren. Was machst du denn hier? Ich dankte ihm für seine Hilfe und sagte ihm, dass ich von zu Hause weggelaufen bin, als ich erfahren habe, dass meine Eltern mich wirklich mit Austin verheiraten wollten. Es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Bitte verrate mich nicht. Kamal war lange Zeit still. Er schien tief in Gedanken versunken zu sein. Und dann sagte er, es sei zu gefährlich für mich, auf der Straße zu leben. Okay, lass uns gehen. Du kannst bei mir bleiben, bis du dir überlegt hast, was du als nächstes tun willst. Ich konnte nicht anders als zuzustimmen. Auf dem Weg zu seiner Wohnung hielten wir an einem Imbiss und kauften etwas zu essen. Fühl dich wie zu Hause. Entschuldige die Unordnung, hier ist nicht viel Platz. Ich weiß, du bist es gewohnt, in einer riesigen Villa zu leben. Seine Wohnung war winzig. Es gab nicht einmal einen Tisch oder Stühle, also aßen wir auf dem Boden sitzend zu Abend. Mir hat es trotzdem gefallen. Es wäre gemütlich, wenn du ein bisschen aufräumen würdest. Zu meiner Überraschung lächelte mich Kamal herzlich an. Du bist süß. Ich dachte, du wärst eine verwöhnte Prinzessin. Deshalb war ich auch so unhöflich. Wirklich? Ich dachte, du wärst herzlos. Also habe ich mich wie eine verwöhnte Prinzessin verhalten. Wir lachten und redeten die ganze Nacht hindurch. Es stellte sich heraus, dass er nur streng aussah, aber eigentlich ganz lieb war. Bevor ich ins Bett ging, schaltete ich mein Handy aus, damit meine Eltern mich nicht mit Anrufen belästigten und schlief sofort ein. Als ich aufwachte, war Kamal nicht da. Er hinterließ einen Zettel, auf dem stand, dass er etwas erledigen müsse und sagte mir nochmal, dass ich mich wie zu Hause fühlen sollte. Ich wollte mich irgendwie für seine Gastfreundschaft bedanken, also räumte ich auf und benutzte dann einige der herumliegenden Stoffe, um ein paar Spielzeuge zu basteln. Bis zum Abend hatte ich einen Berg von ausgestopften Kätzchen gemacht und ging nach draußen, um sie an einige Kinder zu verteilen. Dort fand mich Kamal. Du weißt, wie man Spielzeug herstellt? Ja, das ist mein Hobby. Ich möchte auf die Uni gehen und Spielzeugdesignerin werden. Deshalb will ich auch nicht heiraten. Dann haben wir mehr gemeinsam, als ich dachte. Mein Vater lässt mich auch nicht machen, was ich will. Und was genau ist das?
Kamal antwortete nicht und schaute grimmig. Das war seltsam. Er wurde fröhlich, als er sah, wie sauber seine Wohnung war. Wir wurden Mitbewohner, machten alles zusammen und stritten nie. Kamal kaufte mir sogar ein paar Stoffe, damit ich weiter Spielzeug herstellen konnte. Die Kinder in der Nachbarschaft waren begeistert. Ich musste sehr vorsichtig sein, wenn ich in der Stadt herumlief. Schließlich wusste ich, dass Dad nach mir suchen würde. Bald bemerkte ich etwas Seltsames an Kamal. Zum Beispiel sah ich ihn oft mit gefährlich aussehenden Leuten weggehen. Er sah auch oft nervös aus, wenn er telefonierte. Ich bin im Moment nicht allein. Ich kann nicht darüber reden. Ich war mir sicher, dass er etwas von mir verheimlichte. Eines Tages ging ich in den Supermarkt und hörte, wie jemand meinen Namen rief. Es war Nelan. Er war offenbar vor kurzem in die Stadt zurückgekommen. Amita, warum bist du nicht an dein Handy gegangen? Ich habe ihm gesagt, dass ich es ausgeschaltet habe, damit Dad mich nicht findet und mich verheiratet. Und dass ich mit meinem ehemaligen Bodyguard zusammenlebe. Du meinst Kamal? Ja, er ist ein guter Kerl. Nein, das ist er nicht. Ich habe mich über ihn erkundigt. Er ist kein Bodyguard. Der alte Feind deines Vaters wurde kürzlich aus dem Gefängnis entlassen. Erinnerst du dich? Kamal ist der Sohn dieses Verbrechers. Ich konnte es nicht glauben. Nelam sagte, Kamal würde mich benutzen, um sich an meinem Vater zu rächen. Das ist es also, was er von mir verheimlicht hat. Du kannst nicht bei ihm leben. Es ist zu gefährlich. Komm mit. Ich bring dich an einen sicheren Ort. Ich stimmte zu. Aber zuerst schaltete ich das Handy ein, rief Kamal an und schrie, dass ich die Wahrheit kenne. Ich kann nicht glauben, dass ich dir vertraut habe. Auf Wiedersehen. Ich gehe zu Nelam. Ich stieg ins Auto und Nelam fuhr mich zu seinem Anwesen. Oder besser gesagt, ich dachte, dass wir dorthin fahren würden. Aber wir kamen in einem Lagerhaus in den Slums an. Was machen wir hier? Es ist unheimlich hier. Nelam grinste plötzlich und ich sah ein Auto mit getönten Scheiben, das mich zuvor verfolgt hatte. Ein furchterregender Mann stieg aus und kam auf mich zu. Na, na, na. Du hast mir die Tochter des Feindes gebracht. Gut gemacht, mein Sohn. Danke, Dad. Ich versuche schon seit Ewigkeiten, Amita zu einem Date einzuladen, aber ihr Vater und dieser dumme Bodyguard haben sie immer beobachtet. Was ist hier los? Dummes Mädchen, hast du es noch nicht gecheckt? Da wurde mir klar, dass das eine Falle war. Dieser Mann war der Erzfeind meines Vaters und Nelam war sein Sohn. Er hat mich ausgetrickst, um mich hierhin zu locken. Dein Vater wird dafür bezahlen, dass er mich weggeschickt hat. Ich dachte, ich sei in großen Schwierigkeiten, aber dann tauchte Kamal aus dem Nichts auf und stürzte sich auf den Verbrecher wie ein Ninja. Nelam versuchte, seinem Vater zu helfen, aber die Polizisten kamen gerade noch rechtzeitig und verhafteten ihn. Es war verrückt. Ich fühlte mich wie in einem Actionfilm. Nachdem meine Entführer verhaftet und abgeführt worden waren, kam Kamal auf mich zu. Bist du okay? Ja, ich hatte einfach Angst. Du hast mich gerettet. Ich danke dir, aber wie hast du mich gefunden? Ich habe schon lange vermutet, dass Nelam etwas verheimlicht. Als du sagtest, du würdest mit ihm gehen, habe ich dein Handy geortet und die Polizei gerufen. Lass mich dich nach Hause fahren. Ich seufzte schwer und stimmte zu. Anscheinend war ich zu naiv, um allein zu leben und würde wohl doch heiraten müssen. Meine besorgten Eltern und Dads alter Freund warteten zu Hause auf mich. Zuerst haben Mom und Dad geschimpft, weil ich weggelaufen bin, aber dann haben sie mich umarmt. Es tut mir leid, ich wollte Austin wirklich nicht heiraten. Meine Eltern brachen in Gelächter aus und sagten, dass ich das ganz falsch verstanden hätte. Es stellte sich heraus, dass Austin früher Dads Leibwächter war. Der alte Mann hatte ihn vor diesem Verbrechen gerettet. Dad versprach meine Hand, aber nicht ihm. Du solltest Austins Sohn Kamal heiraten. Ich habe ihn zu deinem Leibwächter gemacht, damit ihr erst einmal Freunde werden könnt. Was für eine Wendung. Ich starrte Kamal überrascht an und verlangte eine Erklärung. Warum hatte er gesagt, sie wollen, würden, dass ich seinen Vater heirate? Es tut mir leid, dass ich gelogen habe, Amita. Meine Eltern bestanden darauf, dass ich dich heirate, aber ich wollte stattdessen studieren. Ich dachte, du wärst ein verwöhntes, reiches Mädchen und habe gelogen, damit du ausflippst und die Hochzeit verhinderst. War es das, was er von mir verheimlicht hatte? Er wollte nicht, dass ich herausfinde, dass er Austins Sohn ist? Zuerst war ich stinksauer, aber ich konnte nicht lange wütend auf Kamal sein. Immerhin hatte er mich gerettet. Meine Eltern und Kamals Vater sagten, sie würden uns nicht zwingen zu heiraten, wenn wir das nicht wollten. Die Hochzeit wurde abgeblasen. Kamal und ich wurden an der gleichen Universität angenommen. Könnt ihr das glauben? Wir versuchten, Freunde zu sein, aber wir merkten schnell, dass wir uns längst ineinander verliebt hatten. Ein paar Jahre später machte er mir einen Heiratsantrag. Ich trug das Hochzeitskleid und Dad führte mich zum Altar. Warum ich geweint habe? Das sind Freudentränen, Leute. Ich bin überglücklich, dass ich aus Liebe heiraten werde. Kamal sieht hart aus, aber er hat eine gute Seele. Jetzt weiß ich, dass man nur seinem Herzen trauen kann und nicht seinen Augen. Wenn ihr auch euren Seelenverwandten finden wollt, abonniert den Kanal und sagt mir in den Kommentaren unten, was ihr denkt.